Sehr lieb, ich habe noch gar nichts gemacht, danke. Mein Name ist Sascha, wie Bene mich schon angekündigt hat, vielen Dank. Ich bin eigentlich hier, weil ich was erzählen soll über 3D-Druck. Eigentlich gucke ich mir an, wie 3D-Druck-Communities funktionieren und über diese Communities gucke ich mir an, wie Neues in die Welt gesetzt wird. Und wir hatten gestern hier so ein Vorbereitungstreffen, wo irgendwie die Leute gesagt haben, sie bringen ganz viele Sachen mit, um zu zeigen, was sie da so machen. Und ich habe genau nichts, weil ich einfach erzähle, wie 3D-Druck funktioniert. Und das war irgendwie nicht so gut. Deswegen habe ich gesagt, ich muss auch irgendwie Props haben. Und deswegen versuche ich euch zu erklären, wie Neues entsteht anhand eines Supermarkteinkaufs. Also ich übertrage, was ich gelernt habe von 3D-Druck in einen Supermarkteinkauf. Nicht so laut? So, also, wir haben uns diese Communities angeguckt. Diese 3D-Druck-Communities funktionieren so, dass quasi eine Webseite ist, wo Leute ein Design beispielsweise von diesem Hasen hochladen und jemand anders sich das runterladen kann und das mit einem 3D-Drucker ausdruckt. Und der Witz an diesen Communities ist, dass all diese Designs unter einer offenen Lizenz sind. Das heißt, jemand anders kann das runterladen, verändern und wieder hochladen. Aber er oder sie muss angeben, wo das her ist. Und das erlaubt uns rauszufinden, wie Ideen sich entwickeln. Normalerweise, wenn ich zu jemandem hingehe und frage, hier, du hast diese Kiste entwickelt, wie bist du denn auf die Idee gekommen von dieser Kiste? Dann sagt die Person, ja, diese Kiste ist mir eingefallen, das ist meine Kiste, ich habe absolut keinerlei Inspiration, das ist meine Kiste. Und tatsächlich gibt es fast nichts, was wirklich neu ist, sondern alles ist in irgendeiner Weise eine Rekombination. Leute reden nur nicht gerne drüber, Leute vergessen, wo das her ist. Und in diesen Communities können wir halt verstehen, wo diese Sachen herkommen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben 200.000 dieser Designs runtergeladen, uns angeguckt, wie sind die irgendwie miteinander verbunden und haben herausgefunden, dass wenn wir über Kreativität nachdenken, wenn wir Kreativität hören, dann denken wir, das ist irgendwie so ein chaotischer Prozess, das ist irgendwie so ein Newton unter dem Apfelbaum, das ist so ein Archimedes in der Badewanne, irgendwie hat so ein Geistesblitz, zack, und so kommt Kreativität her. Und was wir gesehen haben auf diesen Plattformen ist, dass Kreativität viel, viel strukturierter ist und viel, viel klareren Mustern folgt, als man das eigentlich denken würde. Und grundsätzlich haben wir 6 Muster, die habe ich mal mitgebracht, die eigentlich einen Großteil all dessen erklären, was man beispielsweise im Supermarkt sieht. Und die wollte ich mit euch durchgehen, danach habt ihr vielleicht ein bisschen andere Augen dafür, wo Dinge herkommen, wie Neues entsteht. Und das allererste, so, das sind 6 Stück. 3 davon machen aus einer Idee, die besteht, mehrere neue. 3 davon nehmen mehrere Ideen und machen daraus eine neue. So, das ist das Erste. Das Pinke ist immer das, was neu entsteht. Das heißt, es gab vorher eine Idee, jemand guckt die sich an und sagt, diese Idee kann ich verwandeln in etwas Neues. Jemand macht einen Hasen, der Nächste sagt, diesen Hasen kann ich größer machen, diesen Hasen kann ich kleiner machen. Bei Lebensmitteln passiert das auch. Und zwar passiert das viel bei teuren Lebensmitteln. Jemand hat eine Nussecke. Und dann kommt so ein Bio-Supermarkt auf die Idee, dass sie vielleicht auch eine Nussecke machen. Und zwar eine, die ist glutenfrei und laktosefrei. So, das ist die gleiche Nussecke, nur die hat jetzt keine Gluten und keine Laktose. Ja, richtig. Der Nächste macht eine Nussecke und die ist zuckerfrei. Das ist immer noch die Nussecke, aber die ist dann zuckerfrei. Ja, es geht gleich weiter. So, das sind Bio-Supermärkte. Ja, ich habe noch einen. Hier, Julian. So funktionieren Bio-Supermärkte. Man nimmt was schon da war, man lässt was weg, man verlangt mehr Geld dafür. So, wenn man das nicht selber machen will, dann haben wir gesehen, was die Leute machen ist, die lassen das den Kunden machen. Die sagen, wir geben ein Grundprodukt vor, wir geben ein paar Parameter mit und der Kunde soll sich das selber machen, der Endnutzer. Das kennt ihr vielleicht alle, das ist irgendwie bei Lebensmitteln My Müsli. Man hat so ein paar Regler, man kann eine ganze Menge weiße Schokolade in sein Müsli reinhauen. Es bleibt immer noch ein Müsli, sorry. So funktioniert My Müsli. Und das nächste, was wir gesehen haben, wir haben das Bouquet genannt. Das ist so eine Art Plattform. Da hat jetzt jemand ein Grundmaterial entwickelt. Bei 3D-Druck ist das sowas wie zum Beispiel ein Zahnrad. Jemand hat ein Zahnrad entwickelt, nimmt dieses Zahnrad. Dieses Zahnrad wird in ganz vielen verschiedenen Orten eingesetzt und findet Anwendung. So, jetzt bin ich durch den Supermarkt gelaufen und gesagt, wo finde ich so ein blödes Zahnrad? Wer macht denn irgendwie Sachen, die überall in verschiedenen Sachen wieder angewendet werden? Und was ich gefunden habe, ist ein Teller, das werfe ich jetzt nicht.
Nutella ist so ein Grundprodukt und Nutella, die sind relativ clever bei Ferrero. Die haben einmal diese Paste entwickelt und diese Paste packen die in ganz viele andere Produkte. Ich habe versucht, Rocher zu kriegen, weil das Innere von Rocher ist tatsächlich Nutella. Es gibt im Sommer kein Rocher, das wird ersetzt durch Raffaello. Ich habe dafür bekommen Nutella to go. Das ist das gleiche Zeug. Hier, kannst du mal verteilen. Es gibt hier diese Duplo Schokonuts. Kennt das jemand, ja? Ist gefüllt mit Nutella. Hier, es gibt so Happy Hippo Kakao. Ist gefüllt mit Nutella. Und dann gibt es Nutella Be Ready. Das heißt sogar so. Das ist einfach, das ist Brot gefüllt mit Nutella. Alles genau, das gleiche. Bene verteilt, alles ganz gut. Alles gut. Kommt nicht so an. So, das sind die drei. Es sind drei Grundmuster, die aus einer Idee viele neue machen. Und dann haben wir Muster gefunden, die verschiedene Ideen kombinieren und aus diesen verschiedenen Ideen, die es schon gibt, neue machen. Und das ist so ein bisschen so, was man normalerweise, wenn man an Remix denkt, woran man denken würde. Wie funktioniert diese Rekombination? Das erste, wir nennen das Merch, das nimmt mehrere Ideen und macht aus diesen mehreren Ideen zusammen eine neue. Es gibt eine Geschichte, es gibt in Amerika dieses Kentucky Fried Chicken, gibt es auch hier. Und die haben einen Hamburger entwickelt, der nennt sich Double Down. Und haben sich überlegt, Hamburger, das ist eigentlich ganz gut, das ist ein Standardprodukt, das läuft. Ein Problem beim Hamburger, was die Leute immer nicht mögen, ist dieses Brot außen. Also haben sich überlegt, können wir dieses Brot ersetzen und was kann Kentucky Fried Chicken? Die können frittiertes Hähnchen. Also haben sich überlegt, können wir dieses Brot ersetzen durch frittiertes Hähnchen. Also gibt es wirklich, bei Kentucky Fried Chicken gibt es einen Hamburger, der hat außen frittiertes Hähnchen und innen halt Hamburger. Nennt sich Double Down. Super Ding. Ihr kennt vielleicht auch Pizza Hut, hat irgendwie Pizza mit Hot Dogs verbunden, hieß dann irgendwie Hot Dog. Crust oder Würstchen im Rand im Deutschland. So, man denkt, ja, die bekloppten Amerikaner, wir Deutschen, wir machen sowas nicht, das läuft hier alles ein bisschen besser. En contraire. Das ist von Dr. Oetker, die haben sich überlegt, es gibt zwei Sachen, die laufen im Tiefkühlbereich richtig gut. Das sind Pizza und Hamburger. Und was liegt nahe, wenn ich das irgendwie so sehe, was ich gut verkaufe, dass ich Pizza-Burger mache. Und wir hatten in der Forschungsgruppe, mit der wir das angeguckt haben, wir hatten wirklich einen, der ist sehr sparsam, der Marco, der ist immer dabei, wenn es irgendwas günstig gibt, abzugreifen. Und der war bei Dr. Oetker auf so einem Verteiler, um Produkte zu bewerten, die neu reinkommen. Und wir nennen das K&K-Produkte, das ist für Kinder und Kiffer, die quasi, die das grundsätzlich interessiert. Und da er irgendwie, viele Kiffer haben nicht rumgelaufen, viele Kinder hatten wir nicht. Und dann hat er überlegt, wem kann er das geben? Und hat es einem Professor mitgegeben, der Kinder, die sind so 11, 12. Und die sollten das mal testen und danach den Fragebogen ausfüllen. Die haben das gegessen, einen Abend lang sich komplett den Bauch vollgeschlagen mit Pizzaburgern, mussten sich übergeben, weil sie so viel dieser Pizzaburger gegessen haben. Und jetzt saßen die am Frühstückstisch nächsten Morgen und er saß da mit diesem Zettel und sagte, wir müssen das ausfüllen, was soll ich jetzt da reinschreiben? War zum Kotzen oder was soll ich jetzt schreiben? Dann meinte die, ja, war zwar, aber ich würde es wieder essen. So. Und jetzt läuft das irgendwie bei Dr. Oetker. Er hat gesagt, Pizzaburger, es läuft. Was kann man machen? Was kann man noch machen mit Pizzaburger? Was läuft noch? Hotdog. Oh, Bene, weißt du, wo es hingeht? Haben Sie gesagt, nächstes Mal Pizza-Burger, Geschmacksrichtung Hotdog. Gibt es wirklich tatsächlich Produkt heute gekauft bei uns im. Ja, ist gut? Nee, keine guten Erinnerungen. So, der nächste, den wir gefunden haben, das nennt sich Retrospekt. Das ist quasi eine Innovation, die erbt von ihrem direkten Vorgänger. Also wir hatten irgendwie quasi hier wie die Nussecke, erbt direkt von der Nussecke, erbt aber auch etwas von dem Vorvorgänger, erbt quasi von den Großeltern etwas, was bei den Eltern nicht da war. Das heißt, irgendetwas ist bei den Eltern nicht mehr mitgekommen, was sie trotzdem erben. Wenn wir das jetzt überlegen, wie Unternehmen Innovationen entwickeln, kann man das auch so ein bisschen Giftschrank nennen. Die gehen irgendwie wühlen im Keller, haben wir noch irgendein altes Rezept, was wir wieder auskramen können, was wir benutzen können, was wir den Leuten wieder vorsetzen, das haben die vielleicht vergessen, das können wir wieder als neu darstellen. Und da sind wir im Supermarkt über was gestolpert, das nennt sich Fanta Classic. Fanta Classic ist die Werbebotschaft, auch das werfe ich nicht, ist die Werbebotschaft, dass Fanta vor 70 Jahren ganz toll war. Und dass man jetzt nach 70 Jahren Innovation und Fanta Mango und Fanta Pink Grapefruit und Fanta hast du nicht gesehen, jetzt auf die Idee gekommen ist, nach 70 Jahren Fanta wieder so rauszubringen, wie man das am Anfang mal gemacht hatte, weil das war schon das Beste, was man hatte und danach ist nichts Besseres passiert. Fanta Classic. So, und als allerletzten haben wir was gefunden und ich weiß nicht, wer schon drüben war bei den Videospielen, das ist so ein typisches Problem in der Produktentwicklung und zwar sind das Bausteine, verschiedene Bausteine, die von unterschiedlichen Leuten zum gleichen
zu Produkten verwendet werden, die in irgendeiner Weise gleichen Inhalt haben. So, und das ist natürlich irgendwie die Grundlage von vielen Rechtsstreitigkeiten, weil Leute sagen, was die machen, ist eigentlich das Gleiche, was ich mache. Das ist irgendwie zu ähnlich. Wir haben jetzt hier drüben Videospiele, die Bausteine haben, die bei anderen Videospielen schon da waren. Und immer wieder ist so ein bisschen die Quälerei, wie viel davon ist eigentlich neu, wie viel davon ist originär. Grundsätzlich haben wir das gefunden im Supermarkt, war es ein bisschen schwer zu finden. Man findet das ganz gut in Cocktailbars, dass man quasi, man hat eigentlich Gin, Zitrone, Eis und aus Gin, Zitrone, Eis kann man verschiedene Cocktails machen, mal als Longdrink, mal irgendwie als Shot. Im Supermarkt, was wir gefunden haben, waren so Maxi-Salzstangen, das ist quasi Weizen, irgendwie Wasser, bisschen Salz, wieder für Bene, bitte verteilen. Gut, kommt nicht so an. Und genau das gleiche Zeug als Brezeln. Neulich hatten wir das als Herzen. Das heißt, es sind genau die gleichen Inhaltsstoffe, die verwandelt werden in verschiedene Produkte. So, das ist so grundsätzlich, was ich mache, normalerweise mit 3D-Druck, da so ein bisschen technischer vielleicht, aber dass man das nachvollziehen kann. Was habt ihr jetzt gelernt? Dass es 6 Grundmuster gibt, wie Neues entsteht, dass es eigentlich relativ berechenbar ist, dass man das zurückführen kann auf Grundmuster, die irgendwie wieder und wieder kommen. Das dreckige Geheimnis davon ist, dass man euch nicht vorher sagen kann, was genau man jetzt kombiniert. Das heißt, diesen Genius braucht man vielleicht doch noch irgendwo, der aufspürt, dass man eine Pizza, einen Burger und einen Hotdog tatsächlich zu etwas zusammenbrühen kann, was Leute haben wollen. Das kann ich euch mit dem Muster nicht abnehmen. Aber vielleicht hilft es dabei, wenn man nächste Mal was Neues suchen will, dass man sagt, so, ich habe da verschiedene Muster gelernt, vielleicht laufen wir mal in diese Richtung los und vielleicht kommt was dabei raus, woran man vorher nicht mitgerechnet hat. So viel von mir, vielen Dank. Ich glaube, jetzt ist die Möglichkeit noch Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt.